Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. So, wir haben uns gerade in der letzten Folge drei Schreine, Steine, wollte ich fast sagen, auf der... Skelette! Auf der Karte markiert und da gehen wir jetzt dann gleich hin, aber vorher kämpfen wir hier gegen Skelette scheinbar. Au. Okay, Leute, ich muss mit der Steuerung klarkommen lernen. Das ist echt die größte Herausforderung momentan. Ich habe jetzt eine Waffe ausgerüstet. Okay, ich habe Schild. Knochen. Und Lanze. Und jetzt habe ich seinen Kopf. Verdammt. Ah, okay, ich muss die Köpfe zerstören. Beziehungsweise kann ich sie zerstören. Ach, guck mal, der nimmt die Teile und baut sich wieder zusammen. Das finde ich ja mal cool. Wenn ich ihn jetzt mit dem Kopf bewerfe... Habt ihr das gesehen? Ich habe den wie einen Fußball benutzt. Verdammt cool. So, Köpfe vernichtet. Ich verstehe, ich muss im Grunde alle Köpfe... Meine Waffentasche ist voll, aber ich kann die Arme von denen als Waffe benutzen. Okay, ich muss das sofort dringend aufheben. Ich muss irgendeine Waffe wegwerfen. Ich hoffe, man kann die Waffentasche noch vergrößern, weil die ist schon ein bisschen klein, finde ich. Da passt nicht so viel rein. Aber den kann ich wegwerfen. Die anderen behalte ich mir. Ach, ich habe schon einen Arm. Der Bockmoblin-Knochen. Ein unheimlicher Knochen, der sich auch abgetrennt noch weiter bewegt. Hoffentlich hält er zumindest in deiner Tasche still. So alt, dass er schnell kaputt geht. Okay, aber ich benutze den. Ich finde den total witzig. Guckt euch das an. Ist das nicht cool? Und das hat eine riesen Reichweite, oder? Das ist wirklich... Yeah. Okay, aber ich benutze jetzt den Arm. Und den anderen nehme ich jetzt auch mit. Einfach so. Weil wir es können. Das sind anscheinend Bockmoblin-Skelette. Nicht nur irgendwelche Skelette. Cool. Kann der Gras schneiden, der Arm? Nein. Aber ich finde es schon verdammt lustig. Oh, guck mal, hier sind wieder überall Wächter in der Ruine. Da fliegen Gegner. Nimm das! Okay, die sind easy. Flederbeißerflügler. Flügel. Der Flügel eines Federbeißers. Erst bei näherer Betrachtung fällt dir auf, dass er von kleinen Härchen bedeckt ist. Kochst du ihn mit Insekten, dann passiert etwas Schreckliches. Oh, und ein Flederbeißerauge. Deine Trophäe aus dem Flederbeißerkampf. Als Kochzutat scheint das Auge nicht zu taugen, aber vielleicht findest du irgendeine andere Verwendung dafür. Vielleicht könnte ich sie mit Insekten kochen. Aber dann brauche ich erstmal Insekten. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, das ist nicht gut. Oh Mann, ich mache dem im Grunde überhaupt keinen Schaden. Ich kann den nur ganz kurz irritieren anscheinend. Oh, mein Bogen ist zerbrochen. Aber ich habe noch ein paar niegelnagelneue Bögen. Okay, ich sollte denen noch ein bisschen aus dem Weg gehen, glaube ich. Die kommen mir noch ein bisschen zu krass vor. Gut zu wissen. Aber wenn ich die genau ins Auge treffe, dann irritiere ich sie anscheinend wenigstens ganz schön. Oh oh, da ist schon der Nächste. Moment mal, kannst du das für mich freischießen? Naja, da muss ich echt noch länger warten, aber theoretisch... Ah, ich hätte noch ein bisschen länger warten müssen. Ich riskiere es jetzt.
Okay. Verdammt, das ist echt schwer. Guck mal, was für ein Loch der in den Boden geschossen hat. Cool. Schade, ich hätte gehofft, er kann das für uns freisprengen. Ich glaube auch immer noch daran, dass es kann. Ich glaube ganz fest daran. Wenn ich nur fest daran glaube, dann wird's wahr. Wenn du wenig Herzen hast oder keine gute Rüstung trägst, solltest du Feinde besser nicht frontal angreifen. Danke für deinen Tipp, du Spiel. Okay, hier sind wir. So. Huhu. Sind die aus Metall? Meint ihr, ich kann die mit Magneten rumheben? Nee, oder? Nee. Das wäre natürlich schon cool gewesen. Nimm die mal mit, die antiken Schrauben. Wir werden sie noch brauchen, glaube ich. Hoffentlich, glaube ich. Vielleicht muss der das sogar für uns wegsprengen. Wobei, andererseits kann ich nicht einfach über die Mauer klettern. Au, hey! Oh, die Schockwelle hat den sogar noch erwischt. Also stark sind die aber schon ein bisschen, oder? Da komm her, du. Sofort alles liegen lassen. Ah, ich muss mal was testen. Ich glaube, ich kann kontern. Jetzt schlag zu. Ha, das war zu früh. Mist. Nochmal, nochmal. Jetzt komm, das müssen wir üben. Verdammt. Komm schon, einmal noch. Jetzt komm, diesmal haut's hin. Oder auch nicht. Jetzt haben wir kein Schild mehr. In die Offensive gehen. Haha, ich hab deinen Kopf. Ich finde das schon echt lustig. Oh, ich sollte eine Waffe wählen. Sonst ist es bald nicht mehr so lustig. Was nehmen wir denn? Ich nehme den. Der Arm ist genauso gut wie so ein Reiseschwert. Stuff mitnehmen. Hey, ein neues Schild haben wir auch bekommen von dem. Perfekt. Mit dem Schwert können wir sogar Gras schneiden. Nur fallen überhaupt keine Rubine raus. Traurig. Okay, ab in die nächste Ruine. Mal schauen, was wir hier kriegen. Also ich weiß gar nicht, ob wir hier überhaupt was kriegen. Ich hätte halt gedacht, man kriegt vielleicht ein Update. Oder so ein Upgrade, meine ich. Aber ich weiß es gar nicht genau, ehrlich gesagt. Mal schauen. Nee, nicht hochklettern, runterfahren. Viele Materialien können als Kochfutter verwendet werden, aber manche dienen auch anderen Zwecken. Sammel alles ein, was du finden kannst. Das muss das Spiel mir nun wirklich nicht zweimal sagen. Ah, wir kriegen tatsächlich eine neue Fähigkeit. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Yabajif. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Yabajif-Schrein. Wir kriegen eine neue Superheldenfähigkeit für unser Tablet. Schickerstein erkannt. Datenübertragung initiiert. Ich finde, nach dieser Melodie müsste einfach ein Da-da-da-da kommen. Ah, da kommt's. Ein Bombenmodul, da habe ich schon drauf gewartet, löst aus der Entfernung Explosionen aus. Wie einfach so. Die Explosion fügt Feinden Schaden zu und zerstört Objekte. Ich kann runde und eckige Bomben machen und ich kann die einfach so machen, aus dem Nichts herzaubern. Das kommt mir super mächtig vor. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt nehmen wir mal eckige Bomben. Ah, guckt, jetzt habe ich hier eine eckige Bombe in der Hand. Einfach so. Explodiert die jetzt oder muss ich die zünden? Ah, ich muss die zünden. Das macht sie noch besser. Aber hey, das ist schon irgendwie mächtig, oder?
Kaum Limitationen. Na gut, weiter geht's. Mal schauen, was wir mit diesen Bomben noch so machen müssen. Aha, hier ist was zu sprengen. Hier auch. Jetzt weiß ich... Nein, dann gehen wir erstmal da lang. Jetzt würde mich doch interessieren, wo die anderen hinkommen. Ich glaube, hier brauchen wir eine eckige Bombe. Die können wir dann da drauf platzieren. Oh, oder auch nicht, weil ich doof bin. Das kann auch sein. Okay, der kann das nicht sehr gut aus der Luft werfen. Aber ich habe, glaube ich, auch die falsche Taste gedrückt, oder? Ich bin mir nicht sicher. Nee, irgendwie will er dann seine Waffe auf einmal werfen. Das sollte ich eigentlich mal im Kampf machen, die Waffe werfen, oder? Warum eigentlich nicht? Wenn mein Inventier eh so begrenzt ist. Beinahe hätte es funktioniert. Okay. Das machen wir jetzt nochmal. Nochmal in schön. Danke. Nächste Bombe. Neue Bombe, bitte. Ich muss sie von viel weiter hinten werfen, wenn es hier andert. So, jetzt. Perfekt. Perfekt. Hey, Leute, ich muss nochmal runter in den Keller. Ich muss schauen, was da dahinter ist. Ich dachte, das ist wahrscheinlich ein Rundgang oder so. Aber irgendwie sieht es so aus, als wäre das wirklich... Ah, sehr gut, dass ich nochmal nachgesehen habe. Ein Reise-Zweihänder. Wow, sehr beliebt bei Abenteurern aus ganz Hyrule. Mit diesem schweren Schwert kann man Monster ihr Schild aus der Hand schlagen. Dafür ist in deiner Tasche kein Platz. Ja, und jetzt? Was heißt es? Habe ich die jetzt nicht bekommen? Das wäre ein bisschen tragisch. Ach, ich muss die wahrscheinlich einfach nochmal rausnehmen. Jetzt passt mal auf. Jetzt mache ich gleich mal... Nimm das Schwert. So. Und jetzt nehmen wir uns den Zweihänder. Lieber. 10 Schaden finde ich schon ziemlich gut. Wow, und was für ein Riesending. Ist halt auch langsam. Aber gefällt mir. Dass es gerade so nicht am Boden streift. Kann ich da nicht einfach auch wieder hochklettern, frage ich mich gerade. Ah, nee, hier kann man tatsächlich nicht klettern. Na gut, okay. Es muss schon irgendwas mit Textur sein, wo man sich festhalten kann. Macht auf jeden Fall Sinn. Gut, weiter geht's. Vielleicht sollte ich mal schnell eine Kleinigkeit essen. Für was habe ich denn leckere Pilzobstauflaufschüsseln gebacken in der letzten Folge, wenn wir die nicht auch essen? Ja. Oh, wow, guck mal, die schießen irgendwie Bälle hin und her. Okay, ein Rätsel. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht kenne ich des Rätsels Lösung. Moment mal, kann ich mich auch von den Dingern rumschießen lassen? Und? Ja! Perfekt. Oh, wenn das hier wieder eine Waffe ist, muss ich erst wieder was wegschmeißen. Nein, Bernstein. Versteinertes Baumharz, das in Hyrule gefunden werden kann. Es besitzt eine geheimnisvolle gelb-roten Schein und wird traditionell zu Schmuck verarbeitet. Okay, warum nicht? Nehmen wir mit. Ja, springen kann Link nicht besonders gut. Er ist halt kein Super Mario. Er ist halt ein Super Link. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall runde Bomben, bitte. Und diese runden Bomben werde ich jetzt hier in den Trichter füllen. Quatsch. So. Und auf A ablegen. Und auf B niesen. Okay, los geht's. Feuer frei. Yes. Und jetzt feuern wir uns gleich hinterher. Feuer frei. Ach so, oder wir nehmen die Leiter. Ist okay.
Gut, das war's dann mit der Bomben-Dungeon. Sehr schön. Und jetzt kriegst du auch noch eine Bombe. Ich schätze, das habe ich verdient. Das habt ihr nicht gesehen. Nicht passiert. Aber schön finde ich die Animation, wie sie ihn wegschleudert und wie er dann so Ragdoll-mäßig rumfliegt. Na gut, ich habe deine Prüfung mehr oder weniger gemeistert. Gib mir dein Amulett oder so. Zombie-Kerl. Du hast die Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Der Held der Zeit hat gegen so Leute wie euch noch gekämpft. Und jetzt seid ihr weise, Zombie-Kerle. Habt ganz schön was aus euch gemacht. Zeichen der Bewährung. 2. Hey, und geheilt hat uns auch. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Muss ich jetzt seinen Platz einnehmen? Soll ich mich auf das Podest setzen? Nein. Scheinbar nicht. Ich darf es nicht mal versuchen. Wenn du beim Laufen X gedrückt hältst, sprintest du. Aha, ich habe aber meine Steuerung umgestellt. Bei mir ist es gar nicht so. Ha. So, was ich mich jetzt natürlich sofort frage und ihr euch wahrscheinlich auch ist, wie effektiv sind die Bomben jetzt gegen diese nervigen Dinger hier? Nicht gerade sehr effektiv. Wäre wahrscheinlich auch zu mächtig sonst. Na gut, lassen wir es. Dieses Mal gewinnst du. Aber ich komme wieder. Und dann gibt's Metallhackfleisch. Schneller klettern. Oh, puh. Ich dachte, ich bin ganz schlau und nehme eine Abkürzung und werde fast weggepopelt. So, wo habe ich denn die anderen Markierungen? Ich glaube, die beiden Markierungen waren die beiden Plateaus, aber auf der Karte war noch eine dritte. Okay, die ist außerhalb vom Plateau. Also grün und blauisch. Ah, was ist denn jetzt hier? Ach, ich kann Stempel auf die Karten machen. Ich verstehe, sehr cool. Dann gehen wir mal zu blauisch. Ich glaube, blau war so das Nächste. Los geht's. Ein herrliches Spiel. Ich find's wirklich sehr cool. Oh oh, aufhören. Ich nehme hier noch was mit. Eine antike Feder nämlich und eine antike Schraube. Ich bin echt gespannt, was ich damit herstellen kann. Die findet man ja nicht umsonst so hier zuhauf. Und wie kann ich diese Schmetterlinge hier fangen zum Beispiel? Das würde mich auch interessieren. Oh, die haben aber eine gute Reichweite. Was soll ich denn machen? Okay, einfach wild rumspringen funktioniert anscheinend. Wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wow, nicht schlecht. Ah, da ist der Tempel der Zeit und da hinten wollen wir hoch. Das ist jetzt die Frage, wie machen wir das am besten? Ich pflück mal hier noch einen Pilz. So. Ah, hier sieht's ganz gut aus, oder? Ich glaube, da könnten wir dann vielleicht hochklettern und so rüberklettern. Müssen wir mal versuchen, wie wir da hinkommen. Ja, das sieht schon ganz gut aus da oben, glaube ich. Ich glaube, da haben wir gute Chancen. Also hoch mit uns. Oh, verbraucht zufällig Bergaufrennen mehr Ausdauer. Es wird Sinn machen. Ich kann es mir schon vorstellen. Jetzt fange ich den Schmetterling. Oh, ich hätte ihn tatsächlich für einen kurzen Moment nehmen können. Verdammt. Naja. Hey, was haben wir denn hier? Eine Eichel? Eine Eichel. Diese Baumfrucht liegt oft im Wald auf dem Boden. Eichhörnchen sammeln sie mit Vorliebe. Geröstet füllen sie ein wenig mehr Herzen auf. Dann rösten wir die doch mal. Eine Eidechse. Stehen bleiben, Eidechse. Mann, hier ist aber alles schnell. Jagen ist echt nicht leicht. So, hier könnten wir vielleicht hochklettern. Oder gehen wir da außen rum? Na, da müssen wir wahrscheinlich dann für den anderen Schrein hin. Jetzt versuchen wir mal hier hochzuklettern. Hier können wir wahrscheinlich eh noch gehen sogar. Oh, hier ist es unerträglich kalt.
Wenn du hier weiter willst, wirst du langsam aber sicher erfrieren. Das klingt ja spaßig. So kalt sieht es ja noch gar nicht aus. Na gut, da hinten schon. Aber wir sind eigentlich nur kurz auf der Durchreise. Ich bleibe auch gar nicht lang hier. Wo ist denn der Schrein? Ist der da oben noch? Ist der noch höher? Muss vielleicht noch eine Etage höher. Hey, aber wir haben keine wärmere Kleidung. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Oh, oh, da kommen wir nicht hoch. Okay, vielleicht nochmal mit voller Ausdauer probieren. Oh, oh. Ihm ist echt kalt. Oh, oh. Nee, da kommen wir nicht hoch, oder? Oder, oder, oder? Oh, das wird so knapp. Nein. Und wir haben jetzt echt nur noch ein halbes Herz. Mann, was machen wir denn? Ich müsste Feuer machen. Aber wie? Ich weiß wie. Ich glaube, ich weiß wie. Ich esse jetzt mal was. Und jetzt passt mal auf. Ich habe einen Plan. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Aber experimentieren wir mal ein bisschen. Ich nehme jetzt... Ich habe doch vorher Holz gemacht. Versehentlich eigentlich eher. Weil ich einen Baum gefällt habe. Wo ist denn das Holz? Da ist es. So, das nehme ich jetzt mal in die Hand. Und jetzt lege ich das hier ab. Und jetzt nehme ich einen Feuerpfeil. Und schieß mal drauf. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, aber... Und ein Lagerfeuer ist erschaffen worden. Und jetzt dürfte uns auch nicht mehr kalt sein. Tatsächlich, jetzt ist es wohl temperiert hier. Temperiert. Cool. Das hätte ich nicht gedacht. Könnten wir bis morgens warten, aber das will ich eigentlich gar nicht. Jetzt will ich eigentlich so einen Stock, aber jetzt haben wir keinen Stock mehr. Aber ich kann wahrscheinlich auch eine Keule anzünden. Und vielleicht ist es mit einer Keule in der Hand nicht ganz so kalt. Hey, ich glaube, das funktioniert. Ah, ist das cool. Ah, ist das cool. Also das finde ich jetzt wirklich schon sehr cool. Oder? Ist das nicht cool? Oh nein, ich habe sie ausgemacht. Das wollte ich jetzt nicht. Aber wir müssen ja eh klettern. Ich hätte sie eh nicht weiter mitnehmen können. Aber jetzt dürften wir erstmal wieder ein bisschen durchhalten. Oh, oh, Gegner. Komm her, du. Aufstehen. Hau zu. Oh. Wow, das war jetzt gerade echt so Spider-Reflex-mäßig. Ich brauche eine andere Waffe. Haha. Okay, dann sammle ich mal deren Loot noch ein. Aber gut, dass die hier oben ein Feuer gemacht haben. Die denken mit. Die denken mit. Was haben die hier noch Schönes? Holzpfeile, 5 Stück. Nehme ich gerne mit. Kann man nie genug haben. Was ist das hier? Oh, oh, ein Bogen. Oh, 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 schnell hier. Wisst ihr was? Vielleicht warten wir hier wirklich kurz, weil vielleicht heilen wir uns dann. Warten wir mal bis Mittag. Moment, es ist Mittag. Warte ich jetzt 24 Stunden oder wie genau funktioniert's? Wir wissen es nicht. Nee, wir heilen uns nicht dadurch. Wir heilen uns nicht dadurch. Okay. Dann zünden wir mal nochmal hier unsere Fackel an und schauen uns mal ein bisschen um. Ah, Moment mal, mir fällt gerade noch was ein. Wartet mal. Nee, steck die wieder weg. Komm, weg damit. Wie geht das gleich nochmal? Ich mach's doch die ganze Zeit versehentlich. Okay. Was mache ich jetzt? Ah ja, genau. Ich weiß schon. Ich wollte die Eichel hier. Kann ich auch hier am Lagerfeuer kochen? Kann ich die rösten, wenn ich die in die Hand nehme? Wir werden das jetzt mal austesten. In die Hand nehmen. Und ablegen hier. Oder? Hier ablegen. Dann werfe ich die ins Feuer. Und jetzt brennt sie. Und jetzt ist es immer noch eine Eichel. Nee, das hat jetzt nicht funktioniert. Das versuchen wir nochmal. Also, in die Hand nehmen. Jetzt hier hinlegen. Und jetzt lassen wir die mal ein bisschen, bis sie sich verändert. Jetzt brennt sie, aber ist okay. Ah, aha. Jetzt ist sie eine Rösteichel. Na toll, ein halbes Herz. Das ist nicht gerade viel.
Wir haben noch den Pilz. Soll ich den einfach mal ins Feuer werfen? Ich würde schon sagen, werfen wir den einfach mal ins Feuer und schauen mal, was aus dem wird, wenn wir ihn anzünden. Ein Röstpilz. Na, immerhin. Mit den beiden Sachen können wir uns erstmal wieder heilen. Einigermaßen zumindest. Ist jetzt nicht die Welt, aber besser als nix. Ach, das ist so cool, was alles funktioniert in dem Spiel. Man kann so viel rumexperimentieren und so viel geht. Ich bin so erstaunt. Kann ich auch Bäume mit einer Fackel anzünden? Nein. Habe ich das schon mal versucht? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, das Ding brennt jetzt wirklich lange. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns und stapfen hier irgendwie in luftigen Hosen durch den Schnee. Das ist nicht sehr gesund. Aber wir sind auch andererseits schon relativ nah, glaube ich, an unserer Markierung, am Schrein. Und dann kriegen wir vielleicht irgendwas, das uns gegen Kälte schützt. Ha, ich könnte mal versuchen, einen Baum in die Luft zu sprengen mit Bomben, wenn ich das nächste Mal Feuer brauche. Das könnte funktionieren. Da oben sitzen Gegner. Okay, merke ich mir. Wo ist er denn jetzt? Hier müsste der irgendwo sein. Wahrscheinlich tiefer. Ah ja. Oh oh. Verdammt. Ich weiß nicht genau, wie man klettert. Wie man runterklettert. Aber so wie ich das Spiel kenne, starten wir irgendwo ganz in der Nähe. Jetzt enttäusch mich bitte nicht, Spiel. Stell mich nicht bloß vor den Zuschauern. Wenn du aus großen Höhen herunterfällst, erleidest du Schaden. Ist der Sturz zu tief, ist das dein Ende. Also passt beim Klettern gut auf. Der Tipp kommt ein bisschen spät. Und das ist gemein. Warum geben die mir die geben mir kein Feuer in die Hand? Aber hey, jetzt können wir gleich mal testen. Oh, falsch gemacht. Da rollt sie. Naja. An denen, also entweder waren die vorher nicht da, die waren vorher nicht da, oder? Oder haben wir die so krass übersehen? Guck mal, der hat seine Fackel echt angezündet. Oh nein, jetzt habe ich der andere mit dem Pfeil getroffen. Wie wir uns rumkugeln. Oh, das sieht schmerzhaft aus. Das wollte ich nicht. Die Steuerung. Es sind einfach so viele Knöpfe immer noch. Neuer Controller, neues Spiel, neue Knöpfe, neues alles. Ich wollte eigentlich mein Schild heben und auf einmal hatte ich die Bombe in der Hand. Und dann habe ich panisch reagiert und habe uns alle in die Luft gesprengt. Ah, ja, guck, und jetzt ist das Lager tatsächlich... Doch, es ist da. Okay, vielleicht habe ich es tatsächlich einfach nur übersehen. Überraschung! So, so schnell ist mir nicht mehr kalt. Oh Gott, mein Schild ist, glaube ich, verbrannt. Kann ich auch brennende Waffen irgendwo hinwerfen? Bestimmt. Warum eigentlich nicht? Cool. So. Okay, da oben steht eine Schatzkiste nämlich. Aber die stand doch beim letzten Mal nicht hier. Ich wäre sonst direkt an der vorbeigelaufen. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. 5 Holzpfeile. Oh, oh, ich brenne. Aber gleichzeitig ist mir so kalt. Ich brenne und mir ist kalt. Verdammt. Okay, schauen wir mal ins Inventar. Wir haben aber nichts mehr zu essen. Keine Heilung mehr. Das ist schwieriger, als ich dachte, zu dieser Festung da zu kommen. Also zu dieser Festung stimmt ja nicht. Zu diesem Dungeon, zu dieser Shika-Höhle. Okay, jetzt laufen wir einfach mal mit unserer Fackel den Berg hoch. Die hält uns warm. Ich hoffe, wir kriegen irgendwann mal winterliche Kleidung. Aber mein Gott, bestimmt kriegen wir winterliche Kleidung. Ich frage mich, ob einem dann in der Wüste auch zu heiß wird und dann muss man aufpassen, dass man nicht überhitzt. Das wäre eigentlich cool, ich könnte es mir auch vorstellen. Hey, ich bräuchte echt Essen. Verdammt nochmal. Weil ich weiß nicht, ob wir nicht erfrieren, während ich jetzt hier runterkletter. Ah, da stand gerade irgendwie runter. Moment. Ah, auf A. Ich muss nur... Ja doch, es ist zu kalt. Es ist zu kalt, das schaffen wir nicht. Nein, nicht springen!
Aber hey, ich habe den Schrein entdeckt. Leute, ich würde sagen, wir beenden jetzt hier an der Stelle die Folge mal für heute. Die ist schon wieder super lange. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Beim nächsten Mal kommen wir da lebendig hin. Ich weiß es ganz genau. Ich spüre es. Ich spüre es ganz tief in mir drin. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao.